Jennifer, schön, dass du da bist. Ja, was erwartest du denn von diesem Besuch? Also wenn wir zurückdenken an den ersten Besuch in Peking, das war ja mehr als frostig. Und das ist erst ein paar Wochen her tatsächlich. Hm. Da ist Annalena Baerbock relativ, ich würde sagen, bestimmt, andere nennen es forsch, aufgetreten. Und das ist so, wie soll ich sagen, mittelgut angekommen. Tatsächlich hat sich ihr Amtskollege ja einen Lehrmeister aus dem Westen verbeten, nachdem sie ziemlich deutlich ihre Punkte klar gemacht hat, was sowohl den Ukraine-Krieg und die Haltung Chinas, aber auch die Taiwan-Frage und aber auch die Frage der Menschenrechte angeht. Die Taiwan-Frage können wir da nicht ausklammern bei diesem ganzen Komplex, denn interessant ist ja auch, Christian Lindner wollte jetzt eigentlich auch nach Peking reisen, hat jetzt am Wochenende spontan eine Ausladung bekommen. Aus Termingründen heißt das ja dann immer so auf Diplomatensprech. Meinst du, das hat tatsächlich was mit dem Besuch in Taiwan von der Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger zu tun? Also formulieren wir es mal so, das Verhältnis zwischen der FDP und China ist ein eher kompliziertes. Natürlich sind jetzt die Spekulationen, was ist da passiert. Das ist eigentlich natürlich ein Zeichen, dass da irgendwas im Argen liegt, auch wenn die Chinesen sich offenbar beeilt haben zu sagen, der Termin wird nachgeholt. Dass sie nicht begeistert waren von dem Besuch von Stark-Watzinger in Taiwan, ist auch vollkommen klar. Gleichzeitig, wie gesagt, es ist immer so ein bisschen Kaffeesatzlesen, denn Annalena Baerbocks Konsultationen jetzt finden ja auch statt. Ja, wir müssen aber, glaube ich, auch sowieso noch mal über die Haltung zu China innerhalb der Bundesregierung sprechen, denn das ist nicht klar. Also ich glaube, wenn ich jetzt China wäre, wäre ich auch ein bisschen verwirrt, weil der Bundeskanzler spricht eine ganz andere Sprache als seine Außenministerin. Die wiederum ist jetzt aber eher näher dran, auch an der FDP, für uns mal durch. Also auch da muss man sagen, es ist kompliziert, lässt sich unter anderem daran ablesen, dass ja bereits im Koalitionsvertrag eigentlich versprochen wurde, es gibt hier eine neue China-Strategie. Das Warten ist lange. Mhm. Die Verhandlungen darüber hinter den Kulissen offenkundig auch. Immer wieder wird gesagt, ja, jetzt kommt was. Ich glaube auch, dass die Chinesen vielleicht erwarten, dass zu den Konsultationen, die im Juni geplant sind, vielleicht mal was vorliegt. Mhm. Klar ist, Annalena Baerbock hat gerade in der Tonalität ein anderes Herangehen als der Kanzler. Sie ist auch nach ihrem Auftritt in China stark kritisiert worden aus Koalitionskreisen. Also die SPD, der sogenannte konservative Kreis der SPD, findet, dass sie viel zu kritisch und viel zu offensiv China gegenüber auftritt. Mit der FDP liegt sie da mehr auf einer Linie. Aber auch der Kanzler hat da, glaube ich, eine andere Strategie. Und ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass da sehr viel diskutiert wird, dass man sich da sehr uneins ist, denn sonst würde ja auch die China-Strategie längst vorliegen. Also ein bisschen Unklarheit. Das ist natürlich auch das Lavieren zwischen einerseits immer diesen europäischen Werten, den Schwierigkeiten in China, Umgang mit den Uiguren ist da ja ein Stichwort, aber eben auch den engen Wirtschaftsbeziehungen, die es gibt. Wir haben vorhin Olaf Scholz auch noch mal gehört im Europaparlament in Straßburg, da hat er auch noch mal gesagt, also richtig Abschottung möchte er nicht. De-risking ist immer dieses Stichwort, was dann kommt. Was bedeutet das? Also dazu muss man sagen, dass selbst Annalena Baerbock, die einen Ton wählt, den Olaf Scholz nicht wählt oder nicht wählen würde, dass selbst sie sagt, von Abkoppeln kann eigentlich keine Rede sein. Und das De-Risking heißt im Grunde genommen nur, auch aufgrund der Erfahrung, die wir ja gerade mit der Abhängigkeit von Russland und dem Gas gemacht haben, die Risiken verteilen und nicht sich von einem Partner so abhängig zu machen, dass man wieder in eine Situation gerät, dass man mit jemandem verhandeln muss, der womöglich ganz andere Werte vertritt, als wir das tun und dann aber in einer Abhängigkeit steht. Sie sehen es selbst, meine Damen und Herren, wir schauen und hören direkt ins Auswärtige Amt. Amtskollege, die Außenministerin spricht auf Deutsch, die Amtskollege auf Chinesisch. Im Anschluss werden wir auch Gelegenheit für Fragen haben. Frau Außenministerin, Sie haben das Wort. Schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Kollege, lieber Chen Gang. Es ist erst 3,5 Wochen her, dass wir uns in China getroffen haben. Damals sind wir gemeinsam von Ihrer Heimatstadt Tianjin mit dem Schnellzug nach Peking gefahren. Es freut mich, dass wir dieses Tempo des Zuges in unserem Austausch halten können und ich Sie schon nach so kurzer Zeit zum Gegenbesuch hier in Berlin begrüßen kann. Mit unseren Gesprächen heute, und wir werden diese ja gleich noch fortsetzen, bereiten wir die bald anstehenden deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen vor. Es ist gut, dass wir dieses Format nach langer Covid-Pause wieder aufnehmen.
Wir wollen bei den Regierungskonsultationen zu gemeinsamen Handeln und zu gemeinsamen Fortschritt kommen. Und das erfordert gute Vorbereitung. Denn es fehlt nicht an Themen, zu denen wir zwischen China und Deutschland, zwischen China und der Europäischen Union eine Verständigung brauchen. Ein besonderes wichtiges Thema ist dabei die Klimakrise. Letzte Woche war China hier in Berlin beim Petersberger Klimadialog vertreten, bei dem es auch darum ging, wie wir für die COP28 ein globales Ausbauziel für erneuerbare Energien ins Auge fassen können. China, ihr Land, ist ein Vorreiter der erneuerbaren Energien. China ist aber auch größter Emittent heute von Treibhausgasen mit fast einem Drittel des globalen Ausstoßes. Damit kommt China eine Schlüsselrolle zu. Und unsere beiden Länder, wie alle Länder auf dieser Welt, leiden auch unsere beiden Länder massiv unter der Klimakrise. Im Hochland von Tibet schrumpfen die Gletscher dramatisch, mit Folgen für die Wasserversorgung von Millionen von Menschen. Und auch bei uns hier sehen wir diese Folgen gerade an den Gletschern. Wir hatten in Deutschland mal 5 Gletscher. Seit September letzten Jahres sind es nur noch 4 aufgrund der reduzierten Eisflächen eines Gletschers. Die Klimakrise, das macht es mehr als deutlich, bedroht unser aller Sicherheit. Wir haben uns daher einen Klima- und Transformationsdialog zwischen unseren beiden Ländern vorgenommen, den wir jetzt konkret und zügig voranbringen wollen. Während in diesen Tagen überall in Europa und darüber hinaus feierlich dem Sieg über Nazi-Deutschland und der Millionen Opfer gedacht wird, nutzt Putin dieses Andenken für weitere Botschaften des Hasses. Das Gedenken an den damals unter unvorstellbaren Opfern errungenen Frieden schändet Putin mit jedem weiteren Tage des Krieges in der Ukraine. Mit russischen Raketen auf Zivilisten, auf Lager sogar des Internationalen Roten Kreuzes. Wir werden gleich noch weiter über den russischen Angriffskrieg sprechen. China kann als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen für die Beendigung des Krieges eine bedeutende Rolle spielen, wenn es sich dazu entscheidet. Es ist gut, dass Präsident Xi mit Präsident Zelensky gesprochen hat. Es ist auch gut, dass die chinesische Regierung die Souveränität der aus der Sowjetunion hervorgegangenen Staaten bekräftigt und anderslautende Aussagen zurechtgerückt hat. Diese Souveränität muss für die Ukraine, aber auch explizit in ihren international anerkannten Grenzen gelten. Und es muss bei allen Friedensbemühungen klar sein, dass die Charta der Vereinten Nationen gilt, die sich auf Souveränität und territoriale Integrität bezieht, das heißt konkret, Russland muss seine Truppen aus der Ukraine zurückziehen. Die Liste unserer Themen war bereits in Peking lang und sie ist nicht kürzer geworden. Faire Wirtschaftsbeziehungen, Sicherheitsfragen im Indopazifik, aber auch die Entwicklung im Nahen und Mittleren Osten sowie die Frage der Menschenrechte. Denn es gehört auch zu einem echten und ehrlichen Dialog, dass ich offen anspreche, wenn während meines Aufenthaltes in Peking der Träger des deutsch-französischen Menschenrechtspreises auf dem Weg zur EU-Botschaft verhaftet wird. Gemeinsam mit meinen europäischen Kollegen fordern wir daher dessen Freilassung. Echter Dialog, das ist der Geist unserer anstehenden Regierungskonsultationen. Dafür sind, das haben wir gemeinsam gerade auch besprochen, wichtig, dass vor allen Dingen unsere Fachministerinnen und Fachminister in den Dialog kommen. Und dafür sind dann auch vorbereitende direkte Kontakte unter den Fachministerinnen und Fachministern wichtig. Vom Finanzminister über die Bildungsministerin bis zum Wirtschaftsminister. Und das gilt auch für unsere Zivilgesellschaften.
erst wenn sich die Menschen wieder begegnen, bilden wir Kontakte, die in die Zukunft tragen. Ich wünsche mir, dass wir diese Gespräche deshalb vor allen Dingen in diesem Geiste des Miteinanders, des Kontaktes führen, ergebnisoffen führen und bei allen Unterschieden auch immer das Verbindende miteinander finden. Und dass wir unser neu gewonnenes Tempo, was wir beide gerade haben, dabei halten. Daher nochmals, ich freue mich, dass Sie heute hier zu Besuch in Berlin sind und ein herzliches Willkommen. Sehr geehrte Frau Ministerin Baerbock, liebe Journalistinnen und Journalisten, meine Damen und Herren, guten Tag. Deutschland ist die erste Station meiner Europareise. Und das heutige Treffen ist das dritte innerhalb von 3 Monaten zwischen Frau Ministerin und mir. Und innerhalb von weniger als einem Monat haben wir uns gegenseitig besucht. All das zeigte die große Bedeutung, die beide Seiten den bilateralen Beziehungen beimessen und auch die Wichtigkeit der chinesisch-deutschen sowie chinesisch-europäischen Beziehungen. Die primäre Aufgabe meines Deutschlandbesuchs ist, die Vorbereitung der 7. Regierungskonsultationen, die bald stattfinden sollten, das sind die ersten physischen Regierungskonsultationen seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und auch die erste umfassende Kontaktaufnahme bei den Regierungen seit ihrer Neubildung. Frau Ministerin und ich haben uns darauf verständigt, mit voller Kraft die Regierungskonsultationen vorzubereiten und die pragmatische Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland in verschiedensten Bereichen in der nächsten Zeit umfassend zu planen. Wir haben uns auch Meinungen ausgetauscht über bilaterale Beziehungen sowie wichtige internationale sowie regionale Fragen. Wir haben uns auf die Verstärkung der Koordination im multilateralen Rahmen und der Zusammenarbeit bei COP-Konferenz Schutz der Biodiversität geeinigt. Die heutige Welt befindet sich in Unruhe. Die Erholung der Weltwirtschaft geht nur schleppend voran. Die internationale Gemengelage gestaltet sich schleunigst neu. Die Menschheit steht vor nie dagewesenen Herausforderungen. China und Deutschland sind Hauptvolkswirtschaften und umfassende strategische Partnerschaft. Partner, unsere bilaterale Beziehung blicken auf eine ungewöhnliche Geschichte von mehr als 50 Jahren zurück. Mit Blick auf die Zukunft sollten beide Staaten von den grundsätzlichen Interessen beider Völker und langfristigem Wohlstand der gesamten Menschheit ausgehen, eine strategische Autonomie festhalten, das politische Vertrauen vertiefen, die Solidarität und Kooperation miteinander stärken. Hiermit möchte ich betonen, China will mit Deutschland gemeinsam als Treiber der Erholung der Weltwirtschaft fungieren. China befindet sich jetzt auf dem Weg zu einem starken Wachstum. Der IMF rechnet mit ungefähr ein Drittel des Wirtschaftswachstums zum Beitrag zum Wirtschaftswachstum durch China. China wird durch eigene Entwicklung mit hoher Qualität neue Chancen anbieten für die Weltentwicklung. China und Deutschland verfügt über große Spielräume in Umweltschutz und Hightech. Wir sollen unsere Zusammenarbeit aufrechterhalten und weiter ausbauen, besonders gute Rahmenbedingungen schaffen und stabile Berechenbarkeit für beiderseitige Unternehmen anbieten. China will Deutschland gemeinsam als Ware des Weltfriedens und der Stabilität fungieren. Europa hat 2 Weltkriege und den Kalten Krieg erlebt. Und wie wir dauerhafte kollektive Sicherheit realisieren können, ist eine Fragestellung für Europa sowie die ganze Welt. Der ewige Friede ist der Traum vom deutschen Philosophen Immanuel Kant. Dauerhafter Frieden ist ein wichtiges Ziel des Aufbaus einer Schicksalsgemeinschaft der Menschheit. Staatspräsident Xi Jinping hat ja auch eine globale Sicherheitsinitiative vorgebracht, die den Aufbau einer Sicherheitsgemeinschaft als Ziel setzt und den Weg plant, einen neuen Weg plant, der Partnerschaft über Allianz und Win-Win-Situation über Nullsummenspiel stellt. Das wird von der internationalen Gemeinschaft unterstützt. China will Deutschland gemeinsam als Verteidiger der internationalen Ordnung in der Nachkriegszeit
fungieren. Dass Taiwan zurückfällt an China, ist ein Bestandteil der internationalen Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Das wird auch schwarz auf weiß sowie klar und deutlich geschrieben in der Kairoer Erklärung 1943 sowie Potsdamer Erklärung 1945. Die Resolution 2758 der UNO-Vollversammlung 1971 hat das nochmal bestätigt. Insgesamt 182 Länder inklusive Deutschland, die mit China diplomatische Beziehungen pflegen, erkennen das an. Die Unterhöhlung des Ein-China-Prinzips ist die Unterhöhlung des internationalen Systems mit Vereinten Nationen als Kern. Die Entstellung des Ein-China-Prinzips ist die Entstellung der internationalen Ordnung auf der Basis des Völkerrechts. Alle Parteien, die sich wirklich den Frieden entlang der Taiwanstraße wünschen, die sich ansetzen für internationale Ordnung, sollten das Ein-China-Prinzip festhalten und sich den Handlungen der Separatisten aus Taiwan entgegenstellen. Die Ukraine-Frage ist von hoher Komplexität. Vereinfachung oder Emotionalisierung sind keine Lösungen. Man sollte Nüchternheit und Vernunft behalten und damit Rahmenbedingungen schaffen für eine politische Lösung. China hat den Konflikt nicht verursacht, ist ja auch kein Beteiligter, sondern setzen sich an für Frieden und Friedensverhandlungen. Deutschland ist ein Großstaat der Vereinten Nationen und wir hoffen, dass Deutschland weiter eine federführende Rolle spielen bei der Vorstellung einen Plan zum Aufbau einer Sicherheitsarchitektur in Europa, und zwar ausgewogen, effektiv und nachhaltig. Und damit verlassen wir die gemeinsame Pressekonferenz von Annalena Baerbock und ihrem chinesischen Kollegen. Wir haben ganz genau hingehört, das muss man auch bei diesen Pressekonferenzen, weil vieles in den Wolken der diplomatischen Sprache versteckt ist. Auch Jennifer Wilton hat genau gelauscht. Erst dachte ich, Frau Baerbock hält sich zurück, aber Kritik kam dann doch noch ordentlich. Ja, sie hat sich erst ein bisschen rumgewandt um die Klimafragen, die tatsächlich auch eine große Rolle spielen, um dann aber sehr abrupt auf die Themen zu kommen, um die es eigentlich geht. Und ich finde, da hat sie sehr deutlich ein paar Spitzen verteilt, sowohl was Taiwan als auch die Ukraine angeht, als auch tatsächlich den abgesagten Besuch des Finanzministers. Es kam ja aber auch noch mal vom chinesischen Kollegen entsprechend die Antwort auf die Ein-China-Politik, also Taiwan, auch nur am Rande erwähnt. Jennifer, vielen Dank für die Einordnung. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.